Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hallo, ich bin der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind hier direkt bei dir im Rockin. Und zwar, glaube ich, heißt es schüttelbunker.de. Ne? Wir haben hier auch ein Schildchen, ne? Das ist die Homepage, ja. Das ist klasse. Der Laden heißt Rockin, aber im Umgangssprache ist es der Schüttelbunker. Schon ja, seit super. Jahren. Aber das ist in Schopfheim, ganz wichtig, ne? Für alle die Zuhörer, die auch aus Australien zuhören. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Okay, und der Tom, dem gehört der Laden hier. Und der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist nicht nur ein bisschen Promotion für dich zu machen, sondern vor allen Dingen darüber zu sprechen, was am 3.10. hier in Lörrach los war. Da gab es nämlich einen Protestmarsch, eine tanzende Demonstration, wo ihr auch euch eingeklinkt habt. Richtig. Mit einem Wagen. Und da ging es um das Thema GEMA-Gebühren-Wucher. Ja, ne? Wucher kann man richtig sagen. Denn ab 2013 soll es uns richtig an den Kragen gehen. Wir sollen da Unmengen an Geld der GEMA zuschustern, was sich kein Unternehmer mehr leisten kann. Oder kein Clubbetreiber in der Größe hier. Ne, und deswegen, wir haben erst 2 Tage vor Wind davon bekommen und haben uns dann spontan entschlossen, das ist gegen die GEMA und da gehen wir natürlich vor. Ja, weil ich meine, letztendlich ist es ja, also GEMA, es gibt Leute, die wissen gar nicht, was das ist. Es ist eine Verwertungsgesellschaft, die gibt es, glaube ich, schon seit 1903, also zur Kaiserzeit schon, ne? Oder? Ja, es gibt sie schon lange, ja, und schon lange wird darüber gemunkelt, wer bekommt eigentlich das Geld, was hier eingezahlt wird. Ne? Wenn es ist ein Verein, der von allen Einnahmen gehen 70% drauf, nicht die Musiker irgendwie zu belohnen oder denen Geld zu zahlen, sondern einfach 70% ist einfach nur Verwaltungsaufwand und eigene Löhne zahlen und also ja, einfach ein riesen kostspieliger Apparat, den es glaube ich so nicht braucht. Ja. Und keine Überwachung dahinter, die GEMA steht für sich selbst. Das ist, ja, überall gibt es ein Bundeskartellamt, wo irgendwo einschreitet, wenn es um Tarife geht oder irgendwie etwas. Und die GEMA, die kann einfach beschließen, was sie will. Und der Witz ist noch, bei den ganzen Mitgliedern, die GEMA hat, sind 5% von denen sind wahlberechtigt. Und die beschließen einfach irgendwas. Und das kann so nicht sein. Da muss völlig neues System her. Und ja, von dem her, ich bin noch Mitglied im Gaststättenverband DEHOGA. Ja. Da ist die Aufklärung auch gut soweit. Man kriegt immer Informationen, was passiert und so weiter. Weil wenn man den GEMA, wenn man da auf die Homepage schaut bei denen, das hört sich alles harmlos an und jeder, der sich da nicht auskennt und liest mal die Homepage, ja, es ist ja alles einfacher und es wird ja alles billiger. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ne? Ja. Man bekommt Schreiben von denen, man soll da auf die Verbände einwirken und ja, 10% vom Eintritt und damit hat sich's. Aber es ist unterm Strich nicht so. Ne? Es ist für jeden, also für mich jetzt im Speziellen 600% mehr und dann kann ich einfach zumachen. Ne? Ja, ich meine, das ist ja das Verrückte. Nicht? Eigentlich will man ja was Positives tun für die Künstler, dass die eben Verwertungsgelder bekommen von den Geldern, die irgendwo gezahlt werden. Aber letztendlich ist es doch nicht so, weil es nur eine kleine Clique ist von Künstlern, die tatsächlich davon profitieren. Das meinst du auch? Das ist richtig, ja, eben. Und ich sage, die Musiker, die wirklich vollberuflich davon leben, das ist ja auch okay. Denen soll ja auch was zukommen. Ja. Aber mein allererstes Konzert hier drin mit einer Originalband, ja, kann ich ja sagen, das war Gun Barrel, eine deutsche Hardrock-Metal-Formation. Ja. Die habe ich gefragt, was bekommt ihr für einen Abend? Ich weiß, die GEMA hat mir 240 Euro abgerechnet. Und er sagte, ja, wir bekommen für so einen Abend mit einer Stunde Live-Musik unsere eigenen Lieder, bekommen wir so 7,50 Euro, 8 Euro. Ja. Und da sage ich mir, für was zahle ich 240? Wenn es der Band zukommt, zahle ich es ja gerne, weil die leben davon. Ne? Aber ja, da... Es ist letztendlich nicht so. Und vor allen Dingen, denke ich, ist es auch vor allen Dingen für die Leute, die ja hierher kommen, um ihre Musik auch tanzend erleben zu können, ja, eine Band zu sehen oder eben selbst tanzen zu können, natürlich. Die ja gerne auch Musikern was spenden würden durch ihre Eintrittsgelder, aber letztendlich geht das eben nicht an die Künstler, die gemeint sind, die hier spielen oder die gespielt werden, oder? Eben, das ist richtig. Und so frage ich mich einfach, was passiert mit dem Geld, ne? Wenn die Band da mit 10 Euro, nicht mal 10 Euro abgespeist wird. Ne, von dem her, ich würde lieber einen Eintrittspreis 2 Euro mehr machen, wenn ich diese 2 Euro
den Musikern könnte zukommen lassen. Dafür aber die GEMA wegbliebe. Ne? Weil so hätte die Band mehr was davon und ich hätte auch mehr. Jo, die Leute, man könnte es auch besser verkaufen. Ne? Ja. Weil wenn ich den Leuten sage, ja, die GEMA muss auch bezahlt werden, ja, ja. Ist, interessiert mich doch nicht. Ja. Ja, nur wenn es jetzt so kommt, 600% mehr. Also das heißt, ich habe hier einen Eintrittspreis am normalen Freitag, Samstag für 3 €. Wenn ich das jetzt alles angleichen würde, dann würde mich der Eintritt als Gast 18 € kosten. Ein Jackie Cola für 4 € bis jetzt würde dann einfach mal 6 24 € kosten. Und da würde mich jeder Gast fragen, ja, bist du nicht ganz dicht? Ne? So geht es ja nicht. Ich meine, Essen. Alle sind ja unter Druck, gerade finanziell. Immer weniger, ja, haben natürlich. Viel Geld. Oder viel Geld ist sowieso keine Sprache. Und dann noch die Gebühren zu erheben, da stimmt irgendwas nicht. Was wäre denn deine Empfehlung? Was sollte man mit der GEMA machen? Ganz sollte die verschwinden oder soll die einfach nur umstrukturiert werden? Was kann man eigentlich also tun? Verschwinden sie ja nicht. Es gibt sie jetzt schon über 100 Jahre fast. Es ist ja okay, dass den Musikern was zukommt. Aber mir kommt es einfach so vor, wie im Zeitalter von illegalen Downloads oder wie auch immer, dass da irgendein Defizit ausgeglichen werden soll, was umgelegt wird auf die Gastronomen. Ne? Und die Gastronomen, die wurden schon, wie lange ist jetzt her? 4 Jahre mit dem Rauchverbot. Ne? Ich bin eine Diskothek, ich habe kein Essen hier, aber ich darf hier keinen Aschenbecher aufstellen. Das hat mir schon damals, oder mein Vorgänger noch, aber ich war ja schon hier tätig, hat es einfach 1/3 vom Umsatz eingebüßt. Ja. Und die Pacht läuft weiter, der Strom läuft weiter, das Wasser läuft weiter, die ganzen Unkosten und Personal, es wird ja alles nicht billiger, es steigt ja alles. Aber dann einfach 1/3 weniger, ja. Nur weil hier nicht geraucht werden darf. Das hat man damals hingenommen, man hat nicht reagiert oder einfach, es war einfach schon zu spät. Ne? Und ich denke einfach, das ist jetzt auch wieder so ein gravierender Einschnitt. Da muss man jetzt, vor das Gesetz durchkommt, muss man einfach handeln. Alle müssen auf die Straße, die Leute müssen was tun, man muss wirklich was bewegen. Sonst im Nachhinein kann man wieder sagen, jo, jetzt ist es halt so und dann interessiert es keinen. Ne? Dann, ja, wie soll ich sagen, ich bin da etwas verzweifelt, was die Situation angeht. Deswegen jetzt jede Möglichkeit nutzen. Ja, und deshalb sind wir auch hier, denn wir wollen über die Sache einmal informieren. Ja, dass also unsere Zuseher, Nutzer, Zuhörer, was auch immer, ein bisschen mitkriegen, was läuft. Und vor allen Dingen, das würde ja alles ruinieren. Die ganze Clubszene, das ist ja nicht nur natürlich. Bei dir der Fall, sondern ist ja überall. Und egal welche Musik. Es ist ja überall, oder? Wenn ich zum Shoppen gehe, in Einkaufsladen und es läuft Musik, da zahlt man GEMA. Wenn ich zum Tätowierer gehe, da läuft Musik. Auch die sind GEMA-pflichtig. Es ist einfach, das ist irre. Einfach die komplette Musiklandschaft wird einfach, GEMA kills Music, in dem ist mein Ding. Weil es gibt viele Leute, die haben so eine Bar, Lounge. Da ist aber nicht die Musik Hauptattraktion oder irgendwo am Marktplatz oder so, wo man sich einfach trifft, weil da wird man gesehen und setzt man sich hin oder Eisdeal oder sowas. Da geht es nicht unbedingt nur um Musik. Ja. Da gibt es viele, die sagen mir, oh, drehe ich halt die Musik ab. Wenn keine Musik mehr nirgendwo ist, dann gewöhnen sich die Leute dran. Ja. Nur, was machen wir Clubbetreiber? Ja. Wir leben von der Musik. Wenn ich kann nicht in der Diskothek sagen, ja, drehe ich die Musik ab. Da kommt ja keiner mehr. Das so wie die Polizei, die bei der Demonstration nachher gesagt hat, jetzt ist Schluss hier mit der Musik. Ja, das, okay, das war eine Demonstration, ja, war keine Tanzveranstaltung als solches. Aber was hältst du denn überhaupt, was war dein Eindruck von der Demonstration? Also die Demo, ich war echt überrascht, als ich um 12 Uhr da hinkam, da dachte ich, oh, 30, 40 Leute, das ist aber dürftig. Weil ich habe von derselben Demo gehört, von Freiburg, da waren insgesamt 150 Leute. Ja. Da dachte ich schon, oh, Freiburg, Großstadt, da müsste das Interesse ja noch mehr da sein. Ja. Und von dem her, als da so, es waren ja 500 bis 800 Leute. Wir haben jetzt gezählt, ich habe auch mit dem Max von den Piraten gesprochen. Ja. Die sagten, schätzen auch so etwa 850 bis 1200. Ja, ich habe sogar geschätzt, weil ich bin ja überall auch herumgelaufen, ne? Kann man dann auch sehen. da waren ungefähr zwischen 1000 und 2000. Ja. Irgendwo dazwischen. Also das war mal, als wir dann Berliner Platz da, Lörrach, da konnte ich ja da auch mal um den kompletten Platz rumsehen. Ja. Und da war ich wirklich überrascht, wie viele Leute auch noch von der Stadt mit rüber geflutet sind. Also gut, wir waren dabei mit unserem Schüttelbunker Spaßmobil hier, der schwarze Bus, einfach um die Message an die Leute zu bringen, um was geht es überhaupt. Deswegen noch kurz Plakate gekritzelt, einfach aus Protest dabei zu sein. Ja. Musikmäßig war es natürlich nicht unsere Sparte, aber ganz klar, es ging darum, gegen die GEMA ein Zeichen setzen und deswegen waren wir da auch mit dabei. Weil eben, wie gesagt, viele Leute wissen gar nicht, um was geht es genau. Die sagen einfach nur, ja, Musik kostet halt was und interessiert uns nicht. Ja.
Und ja, vor Monaten, als es schon aufkam, vom Gaststättenverband gibt es da auch viele Infobroschüren und ja. Aufklärung. Da, die sind also wirklich, der Hoga ist da wirklich mit vorn dabei, ja. gegen die GEMA vorzugehen. Und die haben auch die einzelnen Clubbetreiber aufgefordert, setzt euch mit dem zuständigen Bundestagsabgeordneten ja. für den Landkreis hier, setzt euch in Verbindung mit dem, schreibt ihm E-Mail, schreibt ihm Briefe, dass sie auch wirklich aufwachen. Ne? Ja. Und das hast du gemacht. Ne? Das habe ich getan, ja, und dem mal meine Meinung geschrieben. Das ist der Herr Schuster. Schuster, ne? Schuster, CDU/CSU, ist zuständig für uns hier. Aha. Da habe ich auch einen Anruf bekommen von einer Dame, die ja. wahrscheinlich da im Vorzimmer bei ihm sitzt, ja. wollte wissen, um was geht es da überhaupt. Die waren da gar nicht informiert drüber. Und die wollten dann auch die GEMA anschreiben. Aber ja, es war die Antwort, die man sich eigentlich denken konnte. Die GEMA hat denen geantwortet, ja, da ist eine neue Tarifstruktur und es wird alles einfacher und es ist alles billiger. Ja, so wie die Bundesregierung uns immer verspricht, alles wird besser. Genau so, ja. Also das, was zu erwarten war, kam als Antwort zurück. Und von daher, ja, ich kann jetzt sagen, gut, ich habe den Bundestag angeschrieben, aber natürlich nicht, dass sie da eingehendes prüfen und Fragen stellen und... Es war einfach eine allgemeine Abfuhr. Was wäre jetzt dein Tipp an, sagen wir mal, an uns alle? Was sollten wir tun? An alle? Also eigentlich sollte man jeden Freitag, Samstag, Sonntag auf die Straße gehen und solche Demos veranstalten. Weil da kommt die Presse, da kommen die Leute, da schaut das Altersheim zu, da schaut der Bäcker zu. Und da wird gefragt, hey, um was geht's da? Und wenn man dann noch Plakate sieht, oh, die gehen dagegen vor, da ist ja irgendwas im Wandel. Nur so kann man was erwirken. Ne? Also. Ich meine, damals in Hamburg oben, die linken Demos, es funktioniert nur da, wo es brennt. Ja, das ist gut. Der Punkt. Aber so weit soll es nicht gehen. Also im wortwörtlichen Sinne brennt es natürlich. Genau. Ja. Weil auch für 2013, ich habe Bandanfragen und so weiter, ich muss alles auf Eis legen, weil ich kann nichts zusagen. Ja. Weil hänge ich das Schild an unten hin, es ist geschlossen, da kann ich nicht jetzt schon Verträge abschließen. Ne? Also von daher, ich sage immer Anfang Jahr habe ich zu den Bands gesagt, ja, ruf mir mal im September, Oktober, weil da wissen wir bestimmt was. Ja. Und jetzt wissen wir immer noch genauso wenig wie vorher. Ne? Also es wird höchste Zeit, dass jetzt was passiert. Und zumindest was ja der Gaststättenverband will, es ja so weit bringen, dass das Ding nicht einfach kommt zum Januar. Ja. Und man muss erstmal bezahlen und dann wird verhandelt vor Gericht, sondern es soll so normal weitergehen, ja. bis wirklich ein Urteil gefällt ist. Ja. Ja. Weil ich kann ja auch nicht, wenn ich dein Vermieter wäre und ich würde sagen, ab 2013 musst du 6-fache Miete zahlen, dann sagst du, hier, das geht ja nicht, oder? Das ist ja Wucher. Ja. Absolut, ja. Also, also Leute, ne? Und wir kommen ein bisschen zum Ende jetzt. Wir haben ja, er muss ja auch gleich arbeiten, es geht gleich wieder los. Ja. Ne? Das Geschäft muss ja rollen. Ja, solange es doch geht. Und du sagst uns ganz schnell nochmal, wie man hier dich findet und wann du deine Öffnungszeiten hast. Also wir sind immer Freitag, Samstag, Freitag ab 21 Uhr, die Ladies haben freien Eintritt bis um 11 Uhr. Und ein Glas Sekt gibt es gratis, dann sind wir da bis 4 Uhr auf jeden Fall. Wenn noch was los ist, haben wir Spanne bis um 5 Uhr morgens. Samstags sind wir von 10 Uhr bis 4 Uhr, auch wieder mit der Spanne bis 5 Uhr eventuell. Und vor Feiertagen, da ist meistens Hausparty. Einmal im Monat ist Deutschrockabend, einmal im Monat ist Hard and Heavy und einmal im Monat Haus und sonst bis Ende Jahr einmal im Monat noch Konzert. Und die Freitage immer Rock von A bis Z. Klasse. Wir sind in Jobfallen. Muss ich auch mal kommen, ne? Schüttelbunker.de. Ja, Schüttelbunker.de, da könnt ihr auch dann natürlich das Programm sicher einsehen und alles weitere. Genau. Klasse. Tom, herzlichen Dank für deine Auskunft. Die war wirklich sehr intensiv und wir schicken eine Kopie dieser Aufnahme dann auch mal an die GEMA. Ja, ne? Das macht mal. Also, danke dir, Tom. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Detlef von Wakeness Radio, Wakeness TV. Und weiter geht's.
für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.